Schade, dass da schon steht, was in dem Päckchen drin ist. Sonst wäre das voll die Überraschung für euch. Zu dumm, dass es schon drunter steht, ja. Du hättest es ja auspacken können vorher, dann würde man es trotzdem Nein, sehen. Nein, ich habe es nur runtergeladen, nicht ausgepackt. Ich dachte ja. So, ich überlasse dir die Ehre, es auszupacken, weil es ja dein 3D ist. Ja, vielen Dank, wir packen aus. Und was kommt zum Vorschein? Wer hätte es gesagt? Die Demo-Version von Chibi-Robo Ziplash. Die Demo kam heute in den Nintendo eShop. Jo. Und wir beide haben das Spiel schon mal angetestet. Jo, wir haben das schon angetestet, das stimmt. Bist du ein Papagei? Nein. Gut. Weil du mich gerade irgendwie zitiert hast. Ah, Entschuldigung, nein. Ich weiß ja, dass du ein Fufu bist. Ein Fu? Ein was? Ein Fu? Ja. Kommst du jetzt darauf? Weiß ich auch nicht. Legen wir los. Egal. Saku ist verwirrt. Ja, Saku ist verwirrt. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Wir legen jetzt direkt los. Und was ist das? Umgeben von Dunkelheit. Es ist... Wer kann das nur sein? Natürlich Super Mario. Der Chibi-Robo. Yay. Er ist so cool. Ja, der ein oder andere von euch mag Chibi-Robo kennen, der ein oder andere aber auch nicht. Das ist eine Spieleserie von Nintendo, die jetzt nicht so übelst populär ist. Voll auf Epic gemacht. Machen wir weiter. In dieser Software kommen reale Snacks von Drittanbietern vor. Reale Snacks von Drittanbietern werden bildlich dargestellt. Oh. Skandal. Wie können diese Leute es nur verlangen, dass wir ihre Werbung ertragen? Oh. Alles okay? Ja, ich musste mir nur gerade voll das Niesen verkneifen. Hat mal jemand ein Taschentuch für die arme Saku? Nein, ich brauche kein Taschentuch. Hatte nur meine Nase hat gerade so gekribbelt. Und da ist er, unser Held, der Chibi-Robo. So ganz klein. Und putzt ein riesiges Weltraumschiff mit einer Zahnbürste. Ja. Oh, wer bist du denn? Und hier fliegt das nervigste Wesen des ganzen Spiels herum. Was macht Partymusik? Nee. Gut ab, Chibi-Robo, du legst dich heute ganz schön ins Zeug. Warum gönnen wir uns nicht eine kleine Pause und sehen ein wenig fern? Fern? Und nun die Citrusoft-Nachrichten mit einer Sondersendung. Das plötzliche Verschwinden von Bodenschätzen auf der ganzen Welt hat zu einer globalen Krise geführt. Ob ein Zusammenhang zwischen dieser Katastrophe und den zunehmenden UFO-Sichtungen besteht? 10 von 10 Nachrichtensprechern meinen aber, hallo, blöde Frage, doch warum sind die Aliens hier? Verdächtige wurden festgenommen. Womöglich handelt es sich um Aliens. Weitere Ermittlungen laufen. Du liebe Gute, auf der Erde geht ja alles drunter und drüber. Gut, dass uns beide das nicht im geringsten betrifft. Überhaupt nicht. Hm? Wo? Oh mein Gott! Kill them with fire! Chibi-Robo, hast du das gesehen? Beeil dich, Chibi-Robo, wir dürfen sie nicht entwischen lassen. Hui, da fliegt er. Völlig losgelöst von der Erde. Oh Gott, wie kommst du denn da jetzt drauf? Weiß ich auch nicht. So, die erste Stage. Da ist aber unser kleiner Chibi-Robo. Und wir sind immer noch schwerelos. Du liebe Güte, einen Moment bitte, Chibi-Robo. Ich muss nur kurz die künstliche Schwerkraft der Station aktivieren. Das wäre gut. Boom. Jetzt sitzen wir da. Schon viel besser. Dann bereite ich jetzt mal unseren Ausflug zur Erde vor. Der gute alte Telly hat die Sache voll im Griff. Du musst dich nur noch in den Hangar begeben, Chibi-Robo. Sollte ja nicht so schwer sein. Ja, und wir kontrollieren, wer hätte es gesagt, Chibi-Robo, wir können uns ducken und tragen die ganze Zeit einen Stecker mit uns her, den wir, jetzt sagen wir mal, ein bisschen wie Castlevania, wie eine Peitsche kann man das schwingen. Das auch in verschiedene Richtungen. Hier haben wir eine rote Markierung, die uns mal zeigt, wo unser Stecker landen wird. Und Items aus der Ferne können wir auch aufgreifen. Und natürlich können wir auch damit Abgründe überwinden.
Yay. Fällt dir noch was ein, außer yay? Ein echtes Powerkabel. Mit dem wir sogar diese Ausrufezeichenblöcke zerstören können. Oder besser gesagt aufziehen können. Ja, Mario hätte da natürlich jetzt leichteres Spiel, der müsste da einfach gegenspringen. Aber das ist auch mal was Neues hier. Hui. Und da kommen Münzen raus, die, glaube ich, unsere Lebensenergie wieder auffüllen, soweit ich das richtig gesehen habe. Scheint so, ja. Was ist das? Ein Aufzug. Oh, ein Aufzug, der bunt leuchtet. In Rot, Blau, Grün und Gelb. Hey, das sind die Farben der ersten Pokémon-Generation. Super. Du verbindest immer alles mit irgendwelchen Farben und so, ne? Was? Du verbindest immer alles mit irgendwelchen Farben und so. Du musst lauter reden! Nö! Ah ja, was ich auch noch machen kann, wir können unseren Stecker wie einen Propeller verwenden. Hui. Und ein bisschen in der Luft schweben. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das habe ich auch eher zufällig rausgefunden. So, wir haben eine 10 aufgesammelt. Was bewirkt diese 10? Wunderbar, Chibi-Robo, du hast die rote Kugel gefunden. Yeah! Dein Schnellwurf X reicht nun 25 cm weit. Nun erreichst du Stellen, an die du bisher nicht gelangen konntest. Hui. Cool. Ja, wirklich viel länger ist es jetzt auch nicht, aber es wird reichen, um diesen Level zu überstehen. Wird ja fürs Erste erstmal reichen. Siehste? Und hui! Ups. Das sollte ein bisschen besser laufen. Ja. Und Tutorial-Level haben wir damit überstanden. Und ich glaube, ich überlasse dir mal die Ehre, diesen kleinen anderen Roboter zu sprechen. Den da? Den gelben, ja. Das Chibi-Haus ist startbereit. Chibi-Robo, an Bord mit dir. Also ich finde ja das Spiel bisher ganz nett, aber dieser andere Roboter hat wahrscheinlich die nervigste Stimme, die ich jemals in einem Videospiel gehört habe. So schlimm. So schlimm. Ich finde es gar nicht so schlimm. Naja, Ansichtssache. Naja, ich bin wahrscheinlich einfach so komische, immer so ausgedachte Sprachen aus Games, bin ich wahrscheinlich einfach gewöhnt. Und daher finde ich das nicht so schlimm. Du redest aber noch viel zu leise. Entschuldigung! Hast du Angst, man könnte dich hören? Ein? Sollte man ja eigentlich, oder? Dann sprich laut und deutlich. Ja, entschuldige. In der Vollversion dieses Spiels können Chibi-Robo-Amiibo verwendet werden. Ja, das Spiel wird mit einem Amiibo ausgeliefert. Die Vollversion, die, ich glaube, am 6. November in den Handel kommt. Ja, richtig. War es der 6.? Ja, der 6. Okay. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Voll aufgeladen sind wir wieder. Hui. Oh, ist ja nicht putzig. Du kannst das Chibi-Haus durch die Luke rechts verlassen. Beeil dich, Chibi-Robo. Hauptsache, ich muss da nicht mehr deine Stimme hören. Man, hör dir doch mal an, meine Güte. Mann. Ich finde das witzig. Ich finde es nervig. Ich finde es witzig. Bis bald. Bis bald. Tja. Willkommen in Ozeanien. Ozeanien? Was für ein Name. Interessanter Name. Das ist mal was anderes. Und hinaus mit dir, Chibi-Robo, in die große weite Welt. Sei nicht so schüchtern, komm raus. Bist du bereit, die Ressourcen der Erde zu schützen, du Chibi-Robo? Yeah! Geben wir unser Bestes und verpassen den Aliens eine Abreibung. Wird gemacht, Schäfe. So, und oh, hier ist... Ja, aber den können wir noch nicht zerstören. Noch nicht. Aber wir werden hierhin zurückkehren, sobald wir den Block zerstören eine können. Eine riesige Gießkanne. Und der Gegner, oh nein, was soll ich nur tun? Oh nein, schlag ihn. Ha. Boah, danke für diesen überaus cleveren Einfall. Oh, wieso, hat das geklappt? Ich wäre davon alleine niemals drauf gekommen. Ach was. Soll ich dir glauben oder was? Ich dachte echt, man muss auf ihn draufspringen. Hätte ja sein können. Ui. Da sind die kleinen fiesen Aliens wieder. Wie schäbig sie schon lachen. Und sie haben mich gesehen. Oh.
Jetzt gibt's Ärger. Sie hauen einfach ab. Puh, die kriegen noch ihre verdiente Strafe. Ja. So, das machen wir auf. Wee. Und das auch. Zieh dran. Ui, wir sind fast runtergefallen. Aber nur fast. Ui, was ist das? Das ist Abfall. Du sammelst ja Müll ein, Chibi-Robo. In der Vollversion könnten wir ihn im Chibi-Haus in Energie umwandeln. Okay. Nice. Das klingt doch nett. Bäm. Den habe ich voll gesnipert. Ja. Ja, ich schlag voll in die falsche Richtung. Ja. Auch gut. So ein bisschen. An, umdrehen. Chibi, Robo. Was machst du? Faxen. Sehe ich. Hui. Ein Peitsche. Wofür könnte P nur stehen? Vielleicht für Power. Fantastisch, Chibi, Robo. Du hast den Powerwurf-Chip gefunden. Lag ich mit Power sogar richtig. Hui. Yeah! Jetzt haben wir richtig Muckis bekommen. Damit kannst du den wahnsinnig wuchtigen Powerwurf ausführen. Halte Y gedrückt und lass dann los. So kriegst du Riesenblöcke klein und erreichst entlegene Orte. So. Entlegene Orte. Entlegene Orte ist kein so schweres Wort. Nein. Und wir machen es auf. Boom! Und ja, dieser kleine gelbe Bastard, der geht uns total auf den Keks die ganze Zeit. Das ist eine blaue Kugel. Von denen kann man nie genug haben. Wie wäre es, wenn du erstmal sagst, was sie bewirken? Je mehr du davon sammelst, desto weiter reicht dein Powerwurf. Halte Y gedrückt, um auszuholen. Ziele mit dem Steuerknüppel. Und lass dann los. So einfach geht das. Okay. Machen wir. Scheint ja nicht so schwer zu sein. Uey. Ganz viele Fünfen. Du haust voll rein. Jetzt lohnt sich der Powerwurf erst recht, weil jetzt kommen wir bis ganz da oben hin. Cool. Nice. Nietzsche. Nietzsche. Und kap! Boom! Oh, ein Portal. Ein Portal. Hui! Wow, wir werden in eine andere Welt gesogen. Was für ein Hammer-Trip. Way, wo sind wir gelandet? Oh, ein Flugzeug. Mit Augen. Genau. Ist das etwa Disney's Planes? Alles klar. Hallo. Ah, hey, wer bist du denn? Oh, schon klar, schon klar. Du bist ein Alien, stimmt's? Nein. Nö. Ich komme zwar aus dem Weltraum, aber ich bin eigentlich kein Alien. Puh, das hört man doch gern. Bin mir ziemlich sicher, dich schon mal im Fernsehen gesehen zu haben. Du bist Chibi-Robo, stimmt's? Ich wusste gar nicht, dass er im Fernsehen aufkommt. Mein Name ist Tobi. Vroom! Oui. Die ganze Fliegerei hat mich schon ein wenig hungrig gemacht. Ich könnte jetzt wirklich einen kleinen Snack vertragen. Da du gerade recht beschäftigt aussiehst, werde ich dich heute wohl nicht bitten, mir einen Snack zu besorgen. Aber falls wir uns in der Vollversion des Spiels begegnen, bitte ich dich vielleicht darum. Also mach's gut. Ja, sagt uns doch noch 2-3 Mal, dass wir die Vollversion kaufen sollen. Das ist echt fies. Sonst noch was? Falls du uns... Ja, ist gut. Mach ich. Ich habe das Spiel sowieso schon vorbestellt. Ist das so? Ja. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das irgendwann jetzt kommt. Wundert mich, dass du das nicht gleich zu Anfang schon erwähnt hast. Naja, das wird mit einem Amiibo ausgeliefert, da kann ich unmöglich Nein sagen. Ja, da kannst du unmöglich Nein sagen, das stimmt. Das ist wunderbar. Yay, 50 dazu. Ich kenne dich ja gut genug, um das zu wissen. Jetzt müssten wir einfach zu dieser Tür rüber, aber wir haben noch ein bisschen unfinished Business zu erledigen. Da waren nämlich noch ein paar Blöcke, die du zerstören kannst. Zum Beispiel ja. Da unten. Und kaboom! Was haben wir denn hier Feines? Ein Ui. Snickers vielleicht? Und es ist... Es sind Weingummiautos. Yeah. Chibi-Robo, du hast einen Snack gefunden. Von Hot Auto. Ich habe noch nie von diesem Snack gehört. Ich auch nicht. Gibt's die wirklich? Vielleicht nicht in Deutschland. Kann gut sein, ja. Kann sein, dass es irgendwelche anderen... Also ich denke nicht, dass es die hier bei uns gibt. Also als ich vorhin gespielt habe, habe ich einen Mr. Tom bekommen. Diese gierigen Aliens
haben es jetzt auch auf Snacks abgesehen? Sie haben sicherlich noch mehr beiseite geschafft. Wir müssen diese Snacks finden, Chibi-Robo. Überlasst es nur mir. Das ist ganz alleine meiner Kraft. Das scheint ja sehr wichtig zu sein, um die Erde zu retten. Ja, wir können auf keinen Fall zulassen, dass die noch ein weiteres Snickers klauen. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt kommen wir auch ganz hier oben hin. Hui. Oh, eine Riesenmünze. Ich gehe nochmal kurz zum Start und wir können auch rollen. So kommt man ein bisschen schneller vom Fleck. Oh, das wusste ich auch nicht, dass man rollen kann. Mit der R-Taste. Siehst du, ich habe noch nicht alles ausprobiert in der Demo. Oh, falsche Taste, Moment. Powerschlag aufladen und BAM! Gut zu wissen. Jetzt können wir schon 131 cm weit werfen. Und kommen auch an die entlegensten Gegenden ran. Tolli, toll, toll. Das sieht witzig aus. Roll, roll, roll. Erinnert mich ein bisschen an Sonic. Ja, so ein bisschen. Der kugelt ja auch immer durch die Gegend. Rolling. They see me rolling. Ja, genau. Hau rein. Yo. Woohoo. Ich mache. You can fly. So, aufladen. Jetzt müssen wir nur noch die Tür aufmachen, indem wir den 3DS zur Seite neigen. Zack, du hast die Tür geöffnet. Und wir haben hier ein Alien. Du interledetiges Mistvieh, komm Nein. zurück. Du asoziales Stück Fleisch, komm zurück. Hast du asoziales Stück Fleisch? Ja. Oh Mann. Oh Mann. Das habe ich irgendwo schon mal gesagt, ich weiß nur nicht mehr wo. Oh, weia, weia. Oh, Chibi-Robo, ich habe wohl vergessen, das zu erwähnen. Leider müssen wir an dieser Stelle in der Demo-Version aufhören. Nein! Ich hatte doch gerade so viel Spaß. Ach Mann. Jetzt muss ich ernsthaft noch bis nächste Woche Freitag warten. Ich finde das echt voll schade, dass die Demo nur so kurz ist. Naja, soll ja nur einen kleinen Vorgeschmack auf das Spiel bieten. Klar, das ist mir schon klar, aber ich fand es trotzdem schade. Also ich finde das Spiel an sich ganz witzig. So von der Idee her. Und Chibi-Robos putzen. Aber hier ist ein kleiner Ausblick, wie es in der Vollversion weitergeht. Gut, dann erhaschen wir jetzt doch noch ein paar Eindrücke. Von Sprich, wir bekommen jetzt erstmal einen fetten Trailer vor die Augen gedonnert. Wer auch immer das ist. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht ein Endboss oder so. Keine Ahnung. Wer weiß das schon? Wer weiß, vielleicht ist der Feind, vielleicht auch Freund. Das kann natürlich auch sein. Den werde ich auf jeden Fall umbringen, den Affen, weil ich hasse Affen. Das war mir schon klar. Als ich diesen Trailer gesehen hatte, dachte ich so, oh, da wirst du dich aber freuen, wenn du diesen Affen siehst. Das ist aber eindeutig ein Endgegner. Ja, so ziemlich. Hui. Auf Wolken springen es auch drin. Ein U-Boot gibt es auch. Und ein Wal-U-Boot, whatever. Ein riesiges Viech, das dir nach dem Leben trachtet, wahrscheinlich. Und sogar eine Pyramide gibt es zu erforschen. Na dann. Und jetzt stellt euch das in 3D vor. Danke fürs Spielen. Gerne doch. Ich kaufe mir auch gerne die Vollversion. Beziehungsweise, du hast sie ja im Prinzip schon vorbestellt. Ja. Die Demo-Version ist zu Ende. Möchtest du diese Software beenden und den Nintendo eShop besuchen? Nein. Nein. Weil ich werde mir diese Software ganz gewiss nicht runterladen. Ich habe sie auf Amazon vorbestellt. Ich will natürlich den super süßen Chibi-Robo-Amiibo haben. Ja, das war mir schon klar. Also dann, das war der wievielte Demo-Donnerstag. War das jetzt eigentlich schon der 9. oder das der 8.? Das weiß ich gar nicht, du. Ich meine, es war der 9. Könnte gut sein. Ich habe das nicht so von den Zahlen her nicht wirklich verfolgt. Nun, ich habe auch, glaube ich, noch gar nicht alle gesehen. Eigentlich wollte ich ja die Demo von Project Crosszone zeigen, aber da Chibi-Robo gerade neu rausgekommen ist als Demo, dachte ich, ich zeige erstmal das. Dann hebst du dir das eben für den nächsten auf. Nun denn, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Donnerstag. Wir sehen uns. Bye, Macht's bye. Gut und tschüss.